Schönen guten Tag von meiner Seite und herzlich willkommen zu einem weiteren Termin von unserer Lehrveranstaltung. Letzte Woche haben wir uns ein wenig mit Ansys beschäftigt und habe ich versucht, in einem einfachen Beispiel darzustellen, wie wir mit Ansys ein erstes Modell entwickeln können. Und heute möchte ich gern mit dem Thema Spannungsanalyse fortführen. Und dafür habe ich mich für ein einfaches Beispiel entschieden und werde ich versuchen, ein Modell für ein Kettenglied zu entwickeln. Und gemeinsam mit Ihnen werde ich dann halt ein paar Spannungsanalyse durchführen. Und grundsätzlich würde ich Ihnen zeigen, wie wir das Modell entwickeln können und wie wir eine erste Spannungsanalyse durchführen können. Einmal vielleicht die Übersicht, die wir halt auch letzte Woche gesehen haben. Heute befinden wir uns bei dem zweiten Termin und daher werden wir uns ein wenig mit Spannungsanalyse beschäftigen. Und natürlich werden Sie auch eine Aufgabe im Anschluss erhalten, die Sie dann halt im Rechnerraum später durchführen, bearbeiten können. Und damit können wir uns, wie gesagt, ein bisschen näher mit Spannungsanalyse beschäftigen. Hier sehen Sie ein paar Eckdaten bezüglich des Beispieles bzw. bezüglich des Kettengliedes. Die Geometrie sehen Sie hier. Wir haben oder ich habe mich für eine Gliedlänge von ca. 62,5 entschieden. Dann habe ich mich für eine Gliedbreite von 30,5 mm entschieden und die Stärke, Materialstärke, die ich benutzt habe, ist dann halt 8 mm vom Durchmesser und das Bauteil bzw. die Geometrie habe ich mit einem anderen Programm erst konstruiert bzw. erstellt und dann in Ansys importiert. Der erste Werkstoff wäre dann Baustahl. Allerdings, wir werden gemeinsam in Ansys einen neuen Werkstoff quasi erzeugen, beziehungsweise den vorhandenen Werkstoff ein bisschen anpassen. Daher starten wir mit dem Baustahl, der in Ansys vorhanden ist. Später werden wir dann halt diese Eigenschaften, vor allem Streckgrenze und Zugfestigkeit auf 650 Megapascal für Streckgrenze und Zugfestigkeit auf 850 Megapascal erhöhen. Das werden wir gemeinsam in Ansys durchführen. Ganz einfache Lagerungen und Randbedienung haben wir. Eine Seite werden wir halt fixieren und von anderer Seite werden wir dann halt eine Kraft ausüben und da werden wir ungefähr 2000 Newton nutzen und dann werden wir dann halt damit versuchen, die Spannungsanalyse durchzuführen und rauszufinden, welche Stelle kritisch ist und in welcher Stelle ein Riss für uns schädlich sein kann. Ob hier ein Riss schädlich ist und ob hier die kritische Stelle ist oder der kritische Bereich ist oder woanders. Da werden wir gemeinsam gucken und analysieren. Genau, dann würde ich gerne jetzt zu Ansys Workbench wechseln und da würde ich dann halt gerne Ihnen das Modell bzw. erst die Geometrie zeigen und dann starten wir dann halt mit der Simulation. Gut, dann starten wir mit dem Beispiel. Wie letzte Woche öffnen wir erstmal Workbench. Wenn Sie Workbench geöffnet haben, bitte starten Sie eine statisch-mechanische Analyse. Ich habe parallel das Beispiel Kettenglied bereits simuliert, möchte ich aber trotzdem mit Ihnen einmal das Modell entwickeln und dann halt gemeinsam uns die Ergebnisse angucken. Ich nenne das Modell ähnlich wie letzte Woche erstmal. Gebe ich einen Begriff und dann, was das Ziel ist, Spannungsanalyse. Genau. Und jetzt haben wir das Modell bzw. die Analyse,
die technischen Daten. Wir lassen es bei erstmal Baustahl. Später werde ich gemeinsam mit Ihnen eventuell einen zweiten Werkstoff definieren, um die Ergebnisse zu vergleichen. Geometrie, wie ich dann halt auch in den Folien gezeigt habe, wir machen dann halt einen Teil eines Kettenglieds und da habe ich erstmal Geometrie in einem anderen Programm erstellt und möchte ich hier einmal importieren. Sie können genauso gut mit Space Claim oder Design Modeler auf jeden Fall Ihre Geometrie erzeugen. Ich suche erstmal nach der Geometrie, die ich erzeugt habe. Hier habe ich es. Gut. Ich öffne einmal die Geometrie, dass Sie auch sehen können. Hier bei Design Modeler, das ist dann halt Geometrie, die ich gerade importiert habe. Sie sehen hier, dass ich dann halt ein komplett quasi ein Teil von dem Kettenglied komplett habe und zwei oben unten die Hälfte. Erst würde ich gerne so eine Simulation starten und später können wir einmal gemeinsam gucken, wie alles aussieht, wenn wir eine Symmetrie definieren. Daher erstmal lasse ich so, später werde ich dann halt versuchen mit der Option Symmetrie quasi eine Symmetrie zu definieren. Und danach werde ich auf jeden Fall die Ergebnisse vergleichen. Gut, dann beginnen wir mit dem zweiten Schritt, beziehungsweise mit dem dritten, wenn wir den Werkstoff auch dazu zählen. Und das wäre dann halt Mechanical. Worauf Sie auch achten müssen, hatte ich vorhin vergessen, immer achten Sie auf Einheiten. Wenn Sie jetzt mit einem anderen Programm Ihre Geometrie erzeugen. Sicherlich haben Sie da ausgewählt, falls Sie mit DM, mit Design Modeler oder halt mit Space Claim Ihre Geometrie erzeugen möchten, achten Sie auf die Einheiten. Ich habe dann halt im Voraus Millimeter ausgewählt und da natürlich wird das ANSYS als Millimeter übernehmen. Kann aber auch manchmal passieren, dass die Einheiten nicht korrekt sind. Die Abmessungen bzw. die Maße wird auf jeden Fall richtig importiert, allerdings vielleicht die Einheit bleibt automatisch bei Meter. Da müssen Sie dann halt ändern. Und wie gesagt, später werden wir dann halt gemeinsam Symmetrie hinzufügen und anhand Symmetrie werden wir versuchen, die Simulation zu wiederholen und uns die Ergebnisse mit der Symmetrie angucken. Gut, Mechanical haben wir es, wir haben das Modell. Wie letzte Woche einige Parameter bzw. einige Komponente wurden bereits hinzugefügt von ANSYS. Wir haben unsere Geometrie und da steht Kettenglied und wenn Sie dann hier vielleicht einmal sich angucken würden, Material ist bereits zugeordnet. Das heißt, hier haben Sie es. Manchmal, wenn Sie jetzt in DM oder Space Claim Geometrie anpassen und hier zurückkommen und Geometrie aktualisieren, kann sein, dass diese Zuordnung quasi gelöscht wird. Und da sehen Sie dann in der Regel ein Fragezeichen. Und das ist 99% wegen Zuordnung des Werkstoffes. Daher als erstes können Sie auf das Bauteil bzw. auf die Geometrie klicken und die Zuordnung kontrollieren, ob das stimmt oder nicht. Material oder Materialien, alles was in Datenbank existieren, sehen Sie hier. In diesem Fall haben wir Baustahl nur, ist schon übernommen. Koordinatensystem bin ich zufrieden mit dem. Mit dem globalen Koordinatensystem, daher lasse ich so. Was noch nicht von ANSYS definiert ist, ist die Kontakte. Also manchmal, vor allem wenn Sie mit DM oder mit Space Claim die Geometrie erzeugen, später, wenn Sie die Geometrie in Mechanical importieren, wird ANSYS automatisch dann halt die Kontakte kennen und dann haben Sie direkt hier die Kontakte, die von ANSYS erkannt sind, haben Sie dann halt in dem Simulationbaum drin. Manchmal aber, wenn Sie die Geometrie importieren, das ist dann nicht der Fall.
Und da müssen Sie dann halt selber die Kontakte einfügen. Das ist aber ziemlich einfach. Gehen Sie, klicken Sie auf rechts, klicken Sie auf Modell und dann einfügen und dann können Sie dann Kontakt einfügen. Jetzt haben wir einen Kontakt. Was Sie machen können, ist natürlich rechts klicken und nochmal einfügen und dann können Sie dann halt eine Verbindungsgruppe einfügen oder halt, wenn Sie als Beispiel Schweißpunkt haben, Schweißpunkt einfügen. Oder halt gibt es dann weitere Arten von Kontakten, die Sie de definieren können, natürlich auch sehr praktisch sind, wenn Sie Feder haben oder wie gesagt, andere Arten von Kontakt. Jetzt möchte ich ganz einfach einen manuellen Kontakt bzw. einen manuellen Kontaktbereich definieren, sogar zwei manuelle Kontaktbereiche definieren. Und starte ich hier Kontaktziel. In diesem Fall ist ziemlich egal, ob Sie Kontakt und Ziel, welches Teil Sie als Kontakt und welches Teil Sie als Ziel definieren. Gut, starte hier. Wichtig ist, dass Sie dann halt die Fläche auswählen und mit Steuerung quasi die Flächen wählen, die Sie haben. Ich möchte gern erstmal die untere Fläche hier als Kontakt nehmen und das hier als Ziel, Steuerung und genau, da kann ich auch dann definieren. Sie sehen hier jetzt sehr schön dargestellt. Wir haben dann Ziel und wir haben Kontakt. Und Sie können natürlich auch später das Ziel, die oder halt den Kontakt erweitern oder halt löschen. Klicken Sie darauf. Was auch wichtig ist, unter Definition sehen Sie als Kontakttyp, gibt es dann verschiedene Arten von Kontakt. Typen. Es gibt Verbund, es gibt dann halt keine Trennung. Manchmal werden wir auch Beispiele haben, wo wir ein Bauteil haben, beziehungsweise sicher sind, da keine Trennung zustande kommt. Da können Sie keine Trennung definieren. Und wenn Sie das gemacht haben, werden die beiden Fläche, beziehungsweise Kontakt und Ziel immer gemeinsam bleiben und da keine Trennung stattfinden. Sie können reibungsfreie Fläche bzw. einen reibungsfreien Kontakt definieren. Sicherlich da kommt dann auch manchmal in Frage. Wir lassen das bei Verbund, ist dann halt auch sehr praktisch. Das ist dann halt eine Art von Kontakt. Und das Verhalten und restliche Parameter überlasse ich erstmal das Programm. Ich brauche noch einen weiteren Kontakt für die untere Fläche bzw. für die untere Seite, genau ähnlich. Dann füge ich dann den Kontaktbereich ein. Diesmal versuche ich unten das Gleiche zu haben. Definiere ich dann die Fläche, Kontakt und gut, da sehen wir dann halt Kontakt und Ziel. Und genau, Sie können sicherlich, wie gesagt, Kontakt und Ziele auch anders definieren. Wenn Sie bei DM, bei Space Claim die Geometrie erzeugt haben, werden meistens der Fälle Kontakt automatisch hergestellt. Gut, jetzt haben wir unsere Kontakte erzeugt. Der nächste Schritt wäre Netz. Ich würde gerne erstmal die Einstellung so lassen, wie bei Programm ist. Dann erstelle ich einfach das Netz. Genau, Sie sehen hier jetzt, dass wir einen sehr groben Netz haben. Sogar manchmal, Sie können dann halt in Stellen wie zum Beispiel hier sehen, dass die Fläche nicht komplett abgedeckt ist. Das ist dann halt klar, dass fehlerhaft ist. Aus meiner Sicht die Vernetzung oder in solchen Stellen sehen Sie da halt auch, dass die Rundung nicht perfekt drin ist. Und daher würde ich auf jeden Fall erstmal
ein bisschen die Vernetzung anpassen bzw. verfeinern. Dafür würde ich erstmal eine Elementgröße hinzufügen und als Geometrie möchte ich gerne die Gesamtbauteil, den gesamten Körper auswählen. Und da würde ich gern, Sie sehen hier, jetzt haben wir 7,3 mm. Ich würde das ein bisschen feiner machen als Beispiel. Wir können es ruhig halbieren. 3,5 mm. Und ich schaue mal, wie die Vernetzung aussieht. Gut, sieht deutlich feiner aus. Sie können dann sehen, es gibt da einige Stellen, wo ich eventuell noch nicht so ganz zufrieden bin. Was Sie ausprobieren können, würde ich gerne einmal mit Ihnen machen. Dann sehen Sie, wie das aussieht. Nochmal würde ich für den gesamten Körper einmal die Methode ändern und versuchen, hexdominant zu haben. Können wir uns einmal die Vernetzung auch ansehen, wie das aussieht. Sie merken das, dass die Vernetzung ein bisschen halt länger dauert. Zumindest das Programm versucht dann zu berechnen, wo in Frage kommt Hex-Netz und wo nicht. Wir werden später bei bruchmechanischer Simulation sehen, dass wir für einige Funktionen von Ansys, zum Beispiel für Smart, nicht mit hexdominanter Methode arbeiten können. Daher Tetraeder wäre vernünftig, wenn wir bruchmechanische Simulationen haben, dass wir das Modell von Anfang an mit Tetraeder simulieren bzw. vernetzen. Aber aktuell, wir wollen in Anführungszeichen nur eine Spannungsanalyse durchführen, daher würde ich mit hexdominant arbeiten. Ich könnte mir auch sogar ein bisschen noch feinere Netze vorstellen. Aktuell sind wir bei, Sie sehen hier, ungefähr 2.500 Elementen und da würde ich Elementgröße noch feiner machen, zum Beispiel 3 mm und schauen wir uns einmal die Vernetzung an. Gut, jetzt haben wir 3.300 circa Elemente, ein bisschen mehr Elemente. Man kann sicherlich hier auch noch feiner machen, aber ich würde erstmal so lassen. Wir wissen das tatsächlich, dass wir eventuell in dem Bereich auch eher eine eher höhere Vergleichsspannung erwarten und auch genauso oben. Nichtsdestotrotz, erstmal möchte ich ein globales Netz haben. Später, nach der ersten Simulation, würde ich dann halt vielleicht das Netz verfeinern. Das wäre auch immer eine gute Vorgehensweise, dass man es versucht zu gucken, wo eventuell höhere Spannungen zu erwarten sind und dann eventuell mit Symmetrie versucht, die Anzahl der Elemente zu reduzieren. Oder andersrum Symmetrie einwenden und anwenden und dann auch in dem Bereich, wo Vergleichsspannung höher ist, mehr Knoten bzw. mehr Elemente zu definieren. Gut, wir haben ein Netz gehabt. Jetzt sind wir bei der Analyse. Füge ich erstmal eine, wie ich auch in meinen Folien gezeigt habe, eine fixierte Lagerung, wurde ich hier die beiden Flächen auswählen und da habe ich eine fixierte Lagerung und für die Kraft würde ich dann halt obere Fläche auswählen und da wie gesagt 2000 Newton und als Richtung möchte ich gern, es ist nicht sehr wichtig, welche Linie Sie auswählen. Wichtig ist, dass wir eine Linie parallel zur Y-Linie wählen, dass wir dann halt Richtung quasi positive Richtung haben. Sie können natürlich das auch drehen. Jetzt haben wir quasi Druck. In dem Fall möchte ich aber ziehen, daher lasse ich so bleiben.
Gut, jetzt habe ich meine fixierte Lagerung und die Kraft habe ich auch definiert quasi. Und jetzt kann ich dann halt die Ergebnisse, quasi Output definieren. Ich möchte gerne Vergleichsspannung sehen und darüber hinaus möchte ich gerne deine gesamte Verformung sehen. Jetzt das Modell ist soweit, dass ich das Modell ausführen kann. Kann ich dann kurz das Modell ausführen bzw. lösen. Sie haben gerade eben hier gesehen, Sie können natürlich auch versuchen, hier mehr Kerne zu definieren, als hier ist. Aktuell steht 2. Ich könnte bis 4 auch hochgehen und da haben Sie natürlich ein bisschen mehr oder ein bisschen schneller Ihre Ergebnisse. Gut, sieht so aus, dass dann das Modell bzw. die Simulation durch ist. Ich kann mir gut dann halt die Ergebnisse angucken. Erstmal bleibe ich bei Vergleichsspannung und vielleicht können wir diesen an sich wählen und vielleicht ein bisschen höher. Erstmal jetzt, bevor ich überhaupt anfange, Sie sehen hier, wir haben eine ca. 270, 275 Megapascal als maximale Vergleichsspannung. Ich sehe das dann halt eventuell hier ist und gehe sehr stark davon aus, in andere Richtung auch, in dem Bereich auch eventuell die gleiche Gleichspannung auftauchen kann. Allerdings vielleicht auch ein bisschen weniger, weil wir hier eher ziehen und unten fix ist, in Realität vielleicht anders ist. Genau, und dann genau, gucken wir uns dann einmal als Video an, was da passiert, wie die Kettenglieder sich dann halt verformen. Und genau, das ist dann halt die erste Simulation. Gesamtverformung ist dann halt natürlich in dem Fall, weil wir eine Seite komplett fixiert haben und andere Seite quasi frei ist, beziehungsweise die Bewegung woanders stattfindet. Hätten wir nichts anderes erwartet als das, was wir hier gesehen haben. Sie sehen hier, wir haben ungefähr jetzt Einheit Meter ist das, ja, Zehntel Millimeter Bewegung hier und unten dann halt auch weniger. Gut, ich würde tatsächlich einmal die Vergleichsspannung für mich dokumentieren und das später können wir direkt in diesem Video die Ergebnisse vergleichen. Und genau, Sie können natürlich die Ergebnisse hier auch exportieren. Sie sehen, dass wir nur ein Ergebnis haben und das ist dann halt am Ende. Aber es ist immer wichtig oder immer interessant zu sehen, wie die Ergebnisse, in dem Fall wie die Vergleichsspannung sich ändern. Um da mehr Ergebnisse zu haben, müssen Sie dann halt in der Analyseneinstellung das definieren. Hier sehen Sie dann halt unter Analyseeinstellung, welche Zeit wir definiert haben. Das ist eine Sekunde. Das können Sie natürlich auch anpassen. Dann haben wir auch einen Teil, wo wir die Zeitschrittsteuerung übernehmen können. Es ist aktuell programmgesteuert, das heißt, Programm entscheidet. Und in der Regel ist dann halt ein Ergebnis am Ende. Und das können Sie natürlich ausschalten. Und da können Sie reinschreiben, wie viele Ergebnisse Sie innerhalb der Simulationszeit haben möchten. Als Beispiel kann ich sagen, ich möchte gern 10-mal die Ergebnisse haben. Das bedeutet, dass ich dann halt jede Zehntelsekunde meine Ergebnisse sehen kann. Gut, darüber hinaus natürlich können Sie auch Werte hier hinzufügen und sagen, okay, 0, 0,25, 0,35, je nachdem, was die dann halt in Simulation erwarten und welche Zeiten für Sie interessanter sind. Okay, jetzt, wenn ich nochmal die Lösung durchführe, werde ich dann halt zusätzlich weitere Zeitschritten auch sehen. Achten Sie darauf,
was Sie definieren, und beachten Sie, dass, wenn Sie jetzt höhere Anzahl von Ergebnissen haben möchten, bedeutet das dann einmal Output-Datei wird das größer sein und natürlich die Lösung wird das ein bisschen halt länger dauern, weil das Programm die Ergebnisse mehrfach schreiben muss als jetzt einmal am Ende. Daher ist es immer gut, dass Sie dann halt gucken, wie aufwendig, wie groß das Modell ist und wie oft Sie das Ergebnis oder die Ergebnisse tatsächlich benötigen. Gut, jetzt schauen wir uns dann halt nochmal Vergleichsspannung an. Jetzt sehen Sie, statt nur ein Ergebnis am Ende haben wir dann halt die gewünschten 10 Ergebnisse am Ende und da können Sie natürlich diese Ergebnisse exportieren in Excel oder wo auch immer Sie dann halt die Ergebnisse haben möchten und dann halt die Ergebnisse plotten, wie sich dann halt die Vergleichsspannung variieren und da können Sie sicherlich dann auch die Ergebnisse ein bisschen detailliert sich angucken. Als nächstes möchte ich gerne, ich würde tatsächlich diese Ergebnisse auch behalten. Ich könnte natürlich das Modell, eine Kopie vom Modell erzeugen, damit dann halt immer verschiedene Lösungen haben und diese Lösung bleibt immer da und dann kann ich später natürlich die nochmal aufrufen und mir die Ergebnisse angucken. Ich möchte aber den Simulationbaum nicht unnötig länger ziehen und daher würde ich dann halt den Werkstoff erstmal ersetzen in demselben Modell. Genau, ich möchte gerne jetzt einen anderen Werkstoff bzw. einen festeren Werkstoff nutzen und gucken, ob ich da in Vergleichsspannung andere Ergebnisse bekomme oder nicht. Dafür öffne ich dann halt Workbench, klicke ich auf technische Daten und wie Sie sehen, hier habe ich Baustahl. Ich möchte diesen Werkstoff einmal duplizieren. Da können Sie gerne einfach rechtsklicken, duplizieren. Und jetzt habe ich Baustahl 2. Wenn Sie hier auf Stahl klicken, unten in der Tabelle sehen Sie die gesamten Eigenschaften, die wir aktuell verfügbar haben. Die Dichte sehen wir hier. Natürlich können Sie ändern, aber die Dichte ist ähnlich. Dann sehen Sie dann halt die Ausdehnung, die thermische Ausdehnung, die in diesem Fall nicht relevant ist, weil wir die Temperaturen bei Raumtemperatur lassen. E-Modul unten sehen Sie dann natürlich unter isotrope Elastizität und da haben wir E-Modul 210 Megapascal, 210 Gigapascal, beziehungsweise hier ist alles als Pascal. Sie können auch immer Einheiten anpassen. Dann haben Sie dann halt weitere Daten, die Sie eventuell auch ändern können. Ich möchte aber die nicht ändern. Was ich ändern möchte, ist dann halt Zugfestigkeit und die Streckgrenze. Mein Stahl weiß ich. Jetzt möchte ich die als auch Megapascal haben, dass eine Streckgrenze von 650 hat und eine Zugfestigkeit von, da möchte ich auch gerne als Megapascal haben und eine Streckgrenze von 850. Die Druckstreckgrenze in dem Fall wäre gleich wie Zugstreckgrenze. Das wäre dann halt 650 Megapascal. Sicherlich kennen Sie da halt, man könnte natürlich unterschiedliche Zugstreckgrenze und Druckstreckgrenze haben, beziehungsweise definieren, je nachdem. Falls Sie die Informationen wegen Druckstreckgrenze kennen, können Sie natürlich hier auch eingeben. Wenn aber Ihnen nicht bekannt ist, können Sie für Zug- und Druckstreckgrenze einen gleichen Wert nehmen. Sicherlich wissen Sie, woher da kommt, wenn wir Zugversuch und Druckversuch ausführen bzw. durchführen. Manchmal haben wir Bauschinger-Effekt. Sie kennen dann Bauschinger-Effekt. Und wenn wir Bauschinger-Effekt haben, kann es sein, dass unsere Zug- und Druckstreckgrenze anders sind als jetzt bei hier. Gut, jetzt habe ich Werkstoff definiert. Bin mir nicht sicher, warum da hier
eine Fehlermeldung sein sollte, aber sollte der Zugriff vorhanden sein, wir probieren es aus. Gut, jetzt als ich dann halt technische Daten definiert habe und gespeichert habe, gehe ich nochmal zurück zu Mechanical. Und hier würde ich dann halt Materialdaten aktualisieren. Jetzt habe ich mein Stahl Nummer 2 drin. Und Zugfestigkeit und dann Streckgrenze ist auch da drin. Und was ich machen möchte, ist dann halt, dass ich für diese Geometrie unter Geometrie den Werkstoff ändern möchte. Genau, jetzt ist dann drin Stahl Nummer 2. Und jetzt kann ich nochmal die Simulation durchführen und die Ergebnisse vergleichen. In dem Fall, Baustahl wäre auch an sich nicht schlecht. Wir waren zwar bei 270 Megapascal und da war knapp vor der Streckgrenze und deswegen habe ich jetzt mich für einen anderen Stahl entschieden, wo halt Streckgrenze deutlich höher liegt als 270 Megapascal und jetzt aber möchte ich Ihnen einmal zeigen, was passiert, wenn wir den neuen Werkstoff nehmen. Sie können sich sehr gut vorstellen, was passieren soll, aber nichtsdestotrotz simulieren wir einmal gemeinsam und gucken wir uns die Ergebnisse an. Gut. Wie Sie auch erwartet haben, erwarten wir gar keine Änderung in Vergleichsspannung, weil das dann halt in dem Fall nicht direkt mit dem Werkstoff zu tun haben kann. Natürlich, das war Baustahl und dann erwarten wir auch dann, wenn wir einen anderen Stahl vielleicht mit höheren Festigkeiten nehmen, dass die Vergleichsspannung sich nicht ändert. Was klar ist, in dem Fall, ich weiß, dass wir halt in dem Bereich, wo wir halt maximale Vergleichsspannung haben, wir dann halt diese 275 Megapascal haben und das ist dann halt in dem Fall ein bisschen sicherer als Baustahl. Bei Baustahl hatten wir fast die Streckgrenze erreicht, zumindest in einer Stelle. Und bei dem zweiten Stahl weiß ich, dass wir dann halt sogar einen Sicherheitsfaktor von 2 haben. Und da kann ich dann natürlich ein bisschen sicher gehen. Das heißt, mit diesem Beispiel wollte ich einmal zeigen, wenn wir jetzt Streckgrenze bzw. Zugfestigkeit für einen Werkstoff ändern, Vergleichsspannung sollte sich nicht ändern, sondern halt können wir damit gucken, ob der Werkstoff, den wir ausgewählt haben, für die Anwendung geeignet ist oder nicht. Bei dem Baustahl war sehr knapp, sogar auch drüber teilweise. Bei diesem Werkstoff sind wir dann halt sicher. Sicherlich, man kann natürlich sagen, wir brauchen diese 650 Megapascal unbedingt nicht. Sie können dann anhand Ihrer Ergebnisse quasi sagen, okay, eventuell, wenn man knapp alles definieren möchte, wäre 300 Megapascal auch als Streckgrenze machbar. Sicherlich wäre sehr knapp, aber trotzdem, wenn man sicher ist, dass die Simulationen richtig sind und die Simulationen validiert worden sind, kann man das auf jeden Fall machen. Manchmal aber, wir haben einen ähnlichen Werkstoff und wir wollen dann die Bauteilstärke anpassen. Zum Beispiel in dem Fall konnte man sich überlegen, ob diese Stärke, die wir hier haben, ausreichend ist oder nicht. Wenn wir bei Baustahl bleiben wollen, dann müssen wir sicherlich gucken, dass wir die Maße ändern, sodass die Vergleichsspannung quasi sich reduziert. Oder wir sagen, okay, wir haben jetzt einen festeren Stahl genommen, wo wir halt 650 Megapascal Streckgrenze haben. Hier sehen wir 275, das heißt, wir könnten eventuell noch klein, also ein bisschen das Bauteil kleiner designen und da könnte man sich auch überlegen, okay, ich gehe zurück zur Geometrie, versuche ich dann halt ein bisschen kleineren Durchmesser zu nehmen und dann gucke ich mir, wie Vergleichsspannung sich geändert hat, ob immer noch Luft ist, dass ich dann halt
mein Bauteil kleiner definiere oder nicht. Das geht dann halt in Richtung Leichtbau. Wenn man Leichtbau haben möchte, kann man natürlich so einfach die Geometrie anpassen. Das heißt, einmal könnte man eine bestehende Geometrie sich angucken und damit dann halt einen geeigneten Werkstoff auswählen anhand der Gleichspannung. Oder halt andersrum, wenn man einen bestimmten Werkstoff hat, kann man dann versuchen, vielleicht die Geometrie anzupassen und vielleicht entweder die Stärke, Abmessung, Durchmesser, was auch immer da wichtig sind, könnte man anpassen und dann halt eventuell ein leichteres Bauteil bzw. ein sicheres Bauteil zu konstruieren. Gut, als nächstes würde ich versuchen, die Abhängigkeit, die Ergebnisse von Elementgröße bzw. vom Netz zu prüfen. Da sicherlich kann man verschiedene Vorgehensweise haben. Man kann natürlich versuchen, erstmal eine bestimmte Vergleichsspannung zu erreichen oder beziehungsweise man kennt einige Ergebnisse, die man erreichen möchte und versucht man mit dem Netz die Ergebnisse irgendwie simulativ auch abzubilden. Oder sicherlich, was man auch machen könnte, ist, dass man versucht dann halt Elementgröße so lange anzupassen, in der Regel feiner zu gestalten, wo man halt die Ergebnisse, ähnliche Ergebnisse unabhängig von der Netzgröße bzw. Elementgröße hat. Was ich machen möchte, ist dann die Elementgröße, möchte ich die Elementgröße ein bisschen feiner gestalten, als wir gehabt haben. Allerdings, ich weiß, bei Hexdominant ist es ein bisschen schwierig, bei so einem Bauteil, wo wir Rundung haben, Hexdominant zu nutzen. Daher würde ich gerne einmal alles, die Methode automatisch quasi definieren, beziehungsweise das Programm überlassen. Und die Elementgröße würde ich hier ein bisschen feiner gestalten, als Beispiel 2,5 mm. Und können wir dann gucken, wie die Vernetzung aussieht. Gut, jetzt haben wir ein bisschen feineres Netz und da möchte ich mir gerne nochmal die Ergebnisse angucken und vielleicht auch vergleichen. Das ist immer besser, wenn Sie Kopien von den Modellen erzeugen und sich dann später die Modelle, die Ergebnisse vergleichen oder halt auch die Ergebnisse als Excel oder halt Rohdatei speichern und dann irgendwie in Excel sich angucken und dann halt immer vergleichen können. Allerdings für das Video habe ich mich für einen Screenshot entschieden und werde ich dann halt die Ergebnisse ganz grob vergleichen und Sie sicherlich können Sie das ein bisschen besser durchführen. Gut, wir haben jetzt die Ergebnisse mit dem feineren Netz und hier als erstes sehen wir dann halt mehr oder weniger die Ergebnisse ähnlich aussehen. Wir haben jetzt ein bisschen weniger Vergleichsspannung. Ich kann gerne einmal, was wir vorhin gehabt haben, jetzt vergleichsspannungsmäßig können wir sie sehen. Wir hatten 275, jetzt haben wir 268 als maximale Vergleichsspannung. Und wenn wir dann halt dann uns einmal vielleicht am besten so angucken, haben wir mehr oder weniger ähnliche Ergebnisse. Sicherlich, wie gesagt, das ist jetzt nicht wissenschaftlich gesehen korrekt, wie ich vergleiche. Am besten ist, dass man sich für einen Bereich entscheidet, da versucht dann einen Pfad anzulegen und in dem Pfad zum Beispiel die Ergebnisse zu vergleichen. Und auf jeden Fall ist besser, dass man diese Ergebnisse exportiert und dann versucht dann halt direkt Diagramme zu plotten und zu vergleichen. Und außerdem ist es immer, wie gesagt, gut, wenn Sie Kopien von der Analyse erstellen und dann sicherlich da andere Ergebnisse auch beibehalten. Gut,
Aber an sich, Sie sehen das, wir sind ein bisschen von Netz abhängig, sicherlich. Wir haben Netz ein bisschen feiner gestaltet, dann haben wir andere Ergebnisse. Ich bin mir sicher, man kann auch sicherlich da weitere Verfeinungen durchführen. Bevor ich das mache, möchte ich gern da ein bisschen meine Simulationszeit reduzieren. Das kann ich natürlich in dem durchführen, dass ich dann eine Symmetrie definiere. Und dann kann ich dann in dem einigen Bereich, jetzt grob weiß ich, dass eventuell hier kritisch sein könnte. Und da möchte ich gerne ein bisschen mich mehr und näher mit den Ergebnissen beschäftigen. Deswegen kehre ich zurück zu Design Modeler. Jetzt haben wir dann halt das Bauteil. Und was ich dann halt hier machen möchte, wäre Folgendes: Ich möchte gerne eine Symmetrie hinzufügen. Das kann ich ganz leicht über Extra und dann Symmetrie erledigen. Und da die Frage ist, Symmetrieebene, und hier weiß ich, dass für mich wichtig ist, dass ich das XY-Ebene als Symmetrie habe. Das wäre diese Ebene. Sieht gut aus, und dann kann ich natürlich XY-Ebene nutzen. Sie könnten eventuell, wenn Sie mehrere Bauteile hätten oder mehrere Körperteile hätten, hätten Sie dann hier auch auswählen können. Bei mir, weil ich die Geometrie importiert habe, ist alles ein Bauteil und daher lasse ich es so bleiben und kann ich dann halt die Symmetrie bzw. genau die Symmetrie anlegen. Jetzt haben wir die Hälfte und das können wir genauso übernehmen. Dann kehre ich zurück zu Mechanical und werde ich dann halt Geometriedaten einmal aktualisieren. Genau, da sehe ich auch das grüne Häkchen, daher weiß ich, dass die Zuordnung des Werkstoffes schon erledigt ist. Wie gesagt, könnte sein, dass das nicht der Fall ist. Da müssen Sie manuell das durchführen. Automatisch wurde auch Symmetrie zu dem Baum hinzugefügt. Sicherlich sollte auch nicht der Fall sein. Können Sie auf jeden Fall manuell über Geometrie einfügen und dann halt über Modell einfügen und dann Symmetrie können Sie das hinzufügen. In dem Fall haben wir eine Symmetrie, daher sehen Sie dann hier nicht. Sonst wäre dann halt auch drin. Und wir haben dann halt einen Symmetriebereich. Wenn Sie darauf klicken, sehen Sie sofort dann halt, wo Symmetrie sich befindet. Daher passt super. Kontakte müssen dann genau wie ähnlich wie vorhin sein. Wir haben äußere quasi Seiten definiert und das ist immer noch der Fall. Dann lassen wir so bleiben. Und jetzt, wenn ich das Netz genau wie gehabt aktualisiere bzw. erzeuge, erstelle, dann sieht so aus, wie wir gehabt haben. Jetzt möchte ich aber ein bisschen Netz in einigen Bereichen feiner gestalten. Ich hatte vorhin gesehen, dass in dieser Bereich ein bisschen kritisch sein könnte. Da möchte ich gerne ein bisschen Netz feiner gestalten. Dann füge ich eine Elementgröße hinzu. In diesem Fall möchte ich gern erstmal, ich kann auch mit Fläche arbeiten, in dieser Fläche. Ich kann natürlich diese Fläche auswählen oder halt auch einzeln auswählen. Da muss man halt in DM Design Modeler ein bisschen gucken. In dem Bereich möchte ich gern das Netz ein bisschen feiner haben, als Beispiel 1 mm. Und da gucke ich mir das an. Sicherlich, man kann hier einen Bereich schneiden und damit dann halt nur den Bereich ein bisschen feiner gestalten. Das können Sie sehr gerne ausprobieren. Ich wollte einmal komplett hier in dem Bereich, wo Symmetrie gibt, dann das Netz feiner gestalten und mir einmal die Ergebnisse angucken. Gut, jetzt die Simulation ist beendet. Hier kann ich dann halt mir die Ergebnisse angucken und jetzt sehen wir tatsächlich, die Vergleichsspannung sich massiv geändert hat. Wir hatten vorhin
175 Megapascal und aktuell haben wir doppelt so viele, 516 Megapascal. Und das zeigt, dass die Ergebnisse immer noch nicht unabhängig von der Vernetzung sind, aber man kann sicherlich noch jetzt weitergehen und versuchen, dann in den verschiedenen Bereichen die Simulation oder in den verschiedenen Bereichen des Modells quasi die Vernetzung zu ändern und Parameter zu ändern und dann halt letzten Endes die korrekte oder die richtigen Vergleichsspannungen zu ermitteln. Aber was dann halt immer noch bleibt, was wir auch vorhin gesehen haben, ist auch keine Überraschung, dass wir in dem Bereich, wo wir halt auch vorhin gesehen haben, den kritischen Bereich haben. Und sicherlich wäre interessant zu sehen, was wir in den nächsten Wochen machen werden, wo wir halt einen Rest hier einfügen und weil wir halt sowieso kritisch ist, dass wir dann halt uns Risswachstum hier angucken, ob das zu Rissfortschritt oder Risswachstum kommt oder halt Riss so bleibt, wie es ist. Da können wir auf jeden Fall mit Ansatzbruchmechanik uns die Ergebnisse angucken. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass Sie dann halt verschiedene Netzgröße, Elementgröße ausprobieren. Wir sind immer noch im Bereich 12.000. Das heißt, ein bisschen Luft haben Sie zumindest mit Ansys Student, wo Sie halt die Elementgröße anpassen können und Element feiner gestalten können. Sie können sicherlich auch versuchen, den Bereich zu schneiden und eine Komponente in dem Bereich definieren und die Vernetzung nur in dem Bereich feiner gestalten. Und solange dann halt das Netz feiner gestalten, dass sie dann halt Ergebnisse haben, wo sie sagen, okay, diese Ergebnisse sind immer noch, diese Ergebnisse sind immer noch akzeptabel bzw. unabhängig von dem Netz. Genau, dann probieren Sie es aus mit verschiedenen Netzgrößen und ich hoffe, dass für Sie hilfreich war, was ich Ihnen gezeigt habe. Nächste Woche machen wir dann halt mit Ansatzbruchmechanik weiter und da werden wir dann halt Risse einfügen und gucken, wie die Risse sich ändern, wenn wir dann halt Umformung haben oder halt Belastung haben. Genau, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bis nächste Woche.